Oh, hat sogar gespeichert. Lassen Sie die Finger reparieren, 44 reparieren. Okay, die Batterien. Komm jetzt, mach hier. Danke, dass Sie den Destillierapparat repariert haben, mein Kind. Bei diesem Preis hoffe ich aber, dass das Tonikum jetzt wie Honig schmeckt. Natürlich. Okay, die Uhr zeigt an. Kurz vor. Was? Kurz. Ist in die Uhr. Ist ja egal. Ich bin bereit, ich muss wissen, was für den Tonikum. Es sind nur ein paar Zutaten, aber ich mache immer größere Ladungen. Deswegen brauchen wir von jeder Zutat eine ordentliche Menge. Wir brauchen Punga-Früchte, Hefe und ein paar Kernspaltungsbatterien. Für den richtigen Pfiff. Kurz vor sieben. Sind genug Punga-Früchte für Sie? Wie ich sehe, haben Sie den Zuchtfrüchten den Vorzug gegeben. Das ist gut für Sie, mein Kind. Natürlich. Schlemm mir doch keinen Ast ab. 20 Kilo Früchte hier durch die Gegend, Zerri, oder was? Reden wir über das Tonikum. Wir müssen die Zutaten zusammensuchen. Das ist mir schon klar. Hefe habe ich auch dabei. Ich verstehe. Herzlichen Dank. Tonikum. Wir müssen die Zutaten... Ja, Batterien habe ich auch. Das habe ich mir gedacht. Diese Dinger stinken entsetzlich, nicht wahr? Ich kann es bisher riechen. Dann will ich sie Ihnen jetzt endlich mal abnehmen. Danke. Wie sieht's mit dem Tonikum aus? Es köchelt schön vor sich hin, Schätzchen. Das dauert etwa einen Tag. Warum kommen Sie nicht später wieder? Ja, ganz schnell raus hier, bevor es nochmal abkackt. Ich habe nichts gesagt. Gut. Komm, wir spielen wegen auf der Schaukel. Schade. Gut, das haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir eigentlich zurück. Wir sind hier fertig. Naja, fast. Wir haben alles auf der Karte bis auf zwei Punkte. Das eine ist, glaube ich, die Fallenstellerhütte. Und die Grotte. Die Küstengrotte haben wir nicht drin. Du bist ruhig da drüben, sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's was auf die Eier vom Herrn Meier. Zwei Punkte. Oh Mann ey, ich wollte eigentlich jetzt nicht mehr so durch die Gegend stiefeln. Ich will nach Hause, ich habe die Schnauze voll. Ich will nach Megaton zurück. Verdammt nochmal. Geh mal außen rum. Kurz nachladen. Ja, dass man wieder so hautig, wenn man Weg läuft. Oh, da hat einer gezeltet. Mit seinem. Aha. Gefüllter was? Auch nicht schlecht. Metallkiste. Mit nichts drin. Außer Müll. Hefe und Angelrute brauche ich nicht. Schachtel, Stange kippen. Angelruten, Teddybär. Ne, schade. Oh, da drüben ist die Hütte. Entweder die Fallenstellerhütte oder... ist die Fallenstellerhütte. Da guck. Entschärfen. Moment. Jetzt wird das schon mal gespeichert. Da ist noch eine Falle. Hier muss man aufpassen, nicht, dass man auf irgendwelche Dinge tritt. Da könnten Fallen drunter sein. Also, ja, nicht unbedingt drunter, aber... da ist eine. Da hinten ist auch eine. Und das macht böse Aua. Da liegt noch eine. Wieder drei Erfahrungspunkte mehr. Druckplatte entschärfen. Ah,
Die Schrotflinte gehört mir. Danke. Ofen, Zündflamme und Eichhörnchen am Stiel. Totenkopf. Wow. Schön aufpassen. Egal wo man hintritt. Die Fallenstelle hier sind wirklich... ja. Das sind Hillbillys. Das sind richtige Hillbillys hier. Da ist noch eine. Hier ist noch eine. Das waren alle, ja? Oder kommt da noch was dazu? Ach, da hinten ist noch eine. Aktivieren will ich sie nicht. So. Oh. Vorsicht. Nicht drauf treten. Scheißdinger hier. Oh, da liegt noch eine. Knochensäge. Okay, was haben wir hier? Oh, Munition. Was? War denn das jetzt gerade? Halt dein Maul, du Lappen, und stirb gefälligst. Menschenfleisch, Fusel, Baseballschläger. Danke. Oh, Stepboy. Schrank kann ich nicht öffnen. Die Truhe vielleicht. Keine Spaltbatterie. Keine Gebrauch. Beim besten Willen lande ich noch einen Koffer. Schmutziges Vorkriegsfrühlingskleidchen. Ist da vielleicht noch irgendwo einer? Das sind ja Supermutanten, ne? Die Herren hier. Stehen jedenfalls im Gag unter Supermutanten. Den Bier, die Waffe, Zündflamme, der Öfen, noch eine Zündflamme. Oh, ne. Ich habe gedacht, das ist ein Schrank. Ist aber nicht so. Aktiviere Bärenfalle. Nö. Und raus hier. Hier war doch noch irgendwo... Ach, da ist er. Der Keller. Voll mit Ghoulen. Krieg ich 75. Krieg ich? Würdest du vielleicht mal stehen bleiben, du blöde Kuh? Also. Ey! Also. Kacken. Yeah. Ob ich da reinkomme? Durchschnittlich verschlossen. Leicht verschlossen. 85. Moment. Bevor es schief geht. Siehst du? Deswegen speichere ich immer. Die Pistole brauche ich nicht. Danke der Nachfrage. Oh, Kronkorkenmine. Munition nehme ich gern. Red X. Messer kann ich nicht gebrauchen. Oh, Altmetall. Ja, das hat es jetzt gebracht.
Was haben wir denn hier? Ratskorpion, Giftdrüse. Oh, hier eine Todeskralle. Eine Klaue. Menschenfleisch. Was? Maures Rattenfleisch, Hundefleisch. Blähfliegenfleisch. Wo ist hier Blähfliegenfleisch? Ach, hier. Ja. Ist ja ekelhaft. Also, dann hole ich mir mal die Erfahrungspunkte dafür. Und das Chat natürlich. Die Kronkorken. Kann ich die nicht wegschieben? Ziehen? Nein. Wie jetzt? Wieso kann ich nicht laufen? Oh, leicht verschlossen? Oh. Ja. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt erstmal die Kohle aufsammeln. Und die Nuka-Cola Quantum hier. Und dann machen wir mal den Tresor auf. 60. Bei meinem Glück. Hey. Schaufeln. Zwei Stück. 116 Kronkorken. Stealthboy. Vorkriegskohle. Whisky. Die Magnum mit Zielvorrichtung. Wert 37. Also gut. Noch eine mit Zielvorrichtung und die Munition dazu. Hat er jetzt gebracht. Vorkriegskohle, Kronkorken 100 und die Magnum mit Zielvorrichtung. Und jetzt raus hier. Haben wir noch einen vergessen? Oh. Da haben wir noch einen mit 9 Kronkorken. Nee, der ist leer. Warum kann ich den nicht wegziehen? Hallo? Als bewegen kann ich ihn. Ah, guck. Ist ja auch egal. Leer, leer, leer. Leer. Wir haben schon 400 Rad zusammen. Was ist denn das hier? Meilerkuchen. Und hier haben wir noch ein Schränkchen. Hefe und 10 mm Schuss. Oh, da haben wir noch einen Schrank hinten. Den habe ich jetzt fast übersehen. Das hat es jetzt gebracht. Ja. So, jetzt ist da draußen natürlich der Teufel los. Sag ich doch, da ist der Teufel los. So schnell kriegt ihr mich nicht. Ihr frisst die Höllen zu. Was ist denn der Idiot? Hey Wiesel, wie läuft sich so ohne Hirn? Wilde Bunkerfrucht, Schrottpatrone brauche ich. Chat, den Rest kannst du behalten. Ah. Wer war das jetzt? Auch wieder Wieselchen. Nein! Apropos, Fusel, ich hab doch Fusel, zweimal. Da, schenke ich dir, Vogel. Gut. Haben wir noch irgendwo was aufzusammeln? Minenmäßig? Die habe ich ja nur mitgenommen, weil ich Erfahrungspunkte dafür kriege. Hallo? Hier haben wir alles. Die Falle ist kaputt.
Ja, zugeklappt. Da haben wir noch eine.